Das Münchner Rundfunkorchester gehört zu den kreativsten Orchestern und auch ich habe meine ersten Aufnahmen mit ihnen gemacht. Immer wieder überraschen diese Musiker mit neuen Projekten und auch neuen Kompositionen. Jetzt gerade hatten sie den wunderbaren Dejan Lasic als Artist in Residence und der hat ein ganz neues Klavierkonzert mitgebracht. Wir haben dieses Ensemble und Dejan im Studio des Bayerischen Rundfunks bei den Proben besucht. Dejan, ein neues Klavierkonzert. So ist das. Mit einem Titel im istrischen Stil. Ich komme ursprünglich aus Zagreb, also aus der Hauptstadt Kroatiens, aber ich habe als Junge viele Urlaubsreisen nach Istrien, also sind 2-3 Autostunden entfernt und ich habe sehr viel Zeit in Istrien verbracht. Am Strand. Am Strand natürlich. Was man nicht so weiß, ist, dass diese Region eine ganz spezifische, besondere Tonsprache hat. Das ist etwas wie von einem anderen Planeten. Es gibt in mehreren Regionen Istriens ganz spezifische Rhythmen, die ungeraden. Zum Beispiel, wenn man denn jeden Takt einen Rhythmus wechselt. Also es ist 7/8, 3/4 und es wechselt ganz schnell und rapide. Es erinnert ein bisschen an die bulgarischen Rhythmen, aber eben beim bulgarischen Rhythmus bleibt es durchgehend so. Also wenn wir in einem 7/8-Takt sind, zum Beispiel Bartok hat ja wunderbare bulgarische Tänze komponiert. Ja, und also es bleibt. Aber in Istrien wechselt's. Ist eigentlich schlecht zum Tanzen, oder? Es ist sehr schwierig zu tanzen, aber wenn man es im Blut hat. Es ist ein langes Konzert, relativ. Es dauert etwa 35 Minuten. Es gibt 5 Sätze. Erster Satz, Ouvertüre, ist eine Hommage an viele große Komponisten, Pianisten, die mich geprägt haben als Pianisten und Komponisten. Zum Beispiel Rachmaninoff. Zum Beispiel Rachmaninoff. Wir kennen Rachmaninoffs dritte. Ja, ein ganz kurzer Intro von den Streicher und dann fängt Klaviersolo in Unisono. Ja. Zum Beispiel, wenn man es eine Oktave höher spielt und dann ist es wieder istrisch. Das ist ein Zufall in diesem Fall, aber es gibt Beispiele, wo es kein Zufall war. Zum Beispiel eine istrische Tonleiter war. Also, es fängt genau, eine Hommage an Rachmaninoff, 3. Es fängt genau mit Streichern, aber dazu habe ich Timpani. Ja, also 4/4, 3/4 und dann kommt eben. Aber es gibt auch ein Wiegenlied in der Mitte. Man könnte fast sagen, romantisch.